Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch in diesem Video ein paar Fragen zum Thema Schreiben beantworten und werde auch im Anschluss eine kleine Ankündigung machen, die vielleicht den ein oder anderen von euch freuen wird. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt am besten jetzt dran. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gerne schreibt und woran ihr gerade arbeitet, wenn ihr irgendwo ran arbeitet. Und wie immer verweise ich noch einmal auf meine Autorenplausch-Reihe. Die ist zwar jetzt schon über 2 Jahre alt und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen schüchterner, aber ich glaube, dass da trotzdem ganz gute Inhalte drin sind, aus denen ihr etwas mitnehmen könnt. Und zwar habe ich da von der Idee bis zur Veröffentlichung ganz viele Fragen beantwortet rund um das Thema Schreiben, also Buchschreiben. Aber eben weil es halt schon 2 Jahre her ist, möchte ich ein paar Fragen einfach nochmal klären und habe euch auf Instagram gefragt. Ganz basic eine Frage, die mir gestellt wurde: Welches Programm benutzt du zum Schreiben? Und zwar schreibe ich ganz normal mit Word. Ich weiß, dass es mittlerweile auch ganz tolle andere Programme gibt, aber irgendwie bin ich immer bei Word kleben geblieben und ich bin damit auch weitestgehend zufrieden. Dann eine Frage, wie viel Recherche notwendig ist. Das kommt natürlich mega darauf an, was für einen Text du schreibst, also was das für eine Geschichte ist. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie was, einen Psychothriller schreibst, dann musst du dich schon so ein bisschen informieren, wie überhaupt die Arbeit bei der Polizei abläuft. Sonst ist das Ganze natürlich nicht authentisch. Genauso, wenn du auch ein Buch in einem anderen Land schreibst, das habe ich ja auch mal gemacht. Eines meiner Bücher spielt in Venedig und da habe ich vorher auch Reiseführer gelesen, mir Dokumentationen angeguckt. Ich habe mir sogar bei Google Maps, die Straßen angesehen, wie das so aufgebaut ist, wie weit manche Sehenswürdigkeiten von anderen entfernt sind. Und ich glaube, sowas ist dann halt auch relativ wichtig. Bei dem Buch, was ich gerade schreibe, also jetzt gerade schreibe ich ja an einem Liebesroman, der in Köln spielt. Da ist halt nicht so viel Recherche notwendig. Ich bin ein Fan vom Plotten. Also Plotten heißt halt, die Geschichte zu planen. Und das mache ich auch sehr ausführlich. Aber jetzt krass recherchieren musste ich jetzt nicht. Dann, was machst du gegen Schreibblockaden? Darüber habe ich auch in einem dieser Videos gesprochen. Und zwar entstehen, also ich bin der festen Überzeugung, dass Schreibblockaden aus 2 Gründen entstehen. Und zwar einmal liegt es an dir und einmal liegt es an deiner Geschichte. Und da muss man halt auch ehrlich zu sich selbst sein und überlegen, was halt bei einem selbst gerade das Problem ist. Ist es halt, weil man selber vielleicht gerade irgendwie in einer Krise steckt, weil man im Leben einfach anderes um die Ohren hat, weil es einem nicht gut geht, weil man vielleicht eine seelische Krise hat? Oder liegt es an der Geschichte? Liegt es daran, dass irgendwo ein Loch ist? Und ich muss sagen, an der Geschichte liegt es bei mir mittlerweile nicht so krass mehr. Also wenn ich halt eine Blockade habe, liegt es meistens mehr an mir. Da ich ja eben plotte. Wenn man plottet, dann kann man viele Krisen halt vorwegnehmen. Und ich glaube, deswegen bin ich halt auch so ein Freund vom Vorabplanen. Denn wenn man halt vorher quasi schon sich bewusst macht, was wann passiert, dann ist man halt, was Logikfehler angeht, schon so ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise kann die halt schon vorwegnehmen oder also dafür sorgen, dass gar keine entstehen. Einfach, weil man halt vorher ausführlich drüber nachdenkt. Und wenn es an einem selbst liegt, dann halt natürlich schauen, wie man das Problem beheben kann. Oft ist es bei mir so, dass es einfach mein eigener Anspruch ist. Also, dass ich halt selbst mir im Weg stehe, weil ich denke, es wird nicht gut genug. Und da hilft es mir, feste Ziele zu setzen. Das war auch eine Frage, ob ich feste Schreibzeiten habe. Also ich habe ja ein Video dazu gedreht über meine Schreibkrise und die ging ja jetzt auch ziemlich lange. Aber was ich halt jetzt wieder für mich gemacht habe, ist halt wirklich Schreibzeiten. Also ich habe nicht eine ganz feste Zeit, aber ich habe mir halt eine bestimmte Wortanzahl vorgenommen, die ich jeden Tag erfüllen möchte. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn es mal Tage gibt, an denen es nicht so gut läuft, aber das ist halt so eine grobe Orientierung und meist schreibe ich dann abends. Und viele Leute leben, glaube ich, in dieser Vorstellung, dass man immer super doll inspiriert sein muss, also dass man immer quasi von der Muse geküsst wird. Daran glaube ich nicht. Natürlich gibt es Tage, an denen man mal mehr inspiriert ist, aber ich glaube, dass auch Appetit kommt beim Essen, so sagt man ja auch. Und ich glaube, so ein bisschen so ist es beim Schreiben auch. Manchmal muss man sich einfach überwinden und dann kommt man halt auch wieder rein und manchmal kommt man halt eben nicht rein. Aber ich würde nicht immer darauf warten, dass man an diesem Tag jetzt plötzlich das unbändige Bedürfnis Aber ich würde halt nicht darauf warten, dass man an dem Tag jetzt das unbändige Bedürfnis fühlt, jetzt zu schreiben. Weil ich glaube, dass das tendenziell sogar selten
passiert. Wie hast du festgestellt, dass du Talent im Schreiben hast? Das war auch eine Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch letztens zu einer Freundin gesagt, das ist ganz faszinierend. Ich habe als Kind mein eigenes Schreiben nie in Frage gestellt. Also ich habe einfach geschrieben, weil ich es gerne gemacht habe. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man etwas gerne macht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, kann ich das jetzt besonders gut oder kann ich es nicht gut? Klar, mir haben von außen immer Leute gesagt, dass sie merken, dass ich irgendwie ein Talent da drin habe. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das die allergrößte Motivation dahinter war. Ich glaube, ich habe als Kind einfach das gemacht, was sich für mich gut angefühlt hat. Und so ein bisschen schade ist es ja auch, dass wir beim Erwachsenwerden oft unsere Intuition verlieren und viel zu viel nachdenken. Kann ich das jetzt? Macht das überhaupt Sinn, was ich mache? Was denken andere? Und als Kind habe ich das halt überhaupt nicht gemacht. Als Kind habe ich einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und es klingt verrückt, aber ich weiß, dass ich bei meinen ersten Verlagsabsagen, also bei meiner ersten Absage war ich, glaube ich, 12, da habe ich halt mein Buch an einen Verlag geschickt und auch an mehrere Agenturen. Und als ich die Absagen bekommen habe, war ich der felsenfesten Überzeugung, das liegt daran, dass die einfach meine Leidenschaft nicht erkennen. Also ich habe tatsächlich ganz lange den Fehler bei den anderen gesucht und war wirklich ganz fest davon überzeugt, dass es nicht an mir liegt. Und das finde ich halt wirklich faszinierend, weil mittlerweile wäre es bei mir definitiv eher so, dass ich dann halt besser werden möchte, besser werden möchte, besser werden möchte. Also halt irgendwie auch das Problem in meinem Text suche. Aber das war halt als Kind bei mir wirklich gar nicht so. Also was das Schreiben angeht, hatte ich als Kind wirklich ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Und das ist in den Jahren dann irgendwie tendenziell eher weniger geworden. Einfach weil man, glaube ich, wenn man erwachsen wird, mehr nachdenkt. Und auch mehr über andere Menschen nachdenkt. Was eigentlich super schade ist. Schreibst du alles am Stück oder greifst du auch mal vor, wenn du mehr Lust drauf hast? Also ich glaube, damit ist gemeint, ob ich das Ende manchmal irgendwie vorher schreibe. Also die Kapitel quasi ganz wild schreibe. Das mache ich nicht. Also ich kenne Leute, die das machen. Ich habe eine Freundin, die das immer gemacht hat und die dann hinterher das Manuskript quasi so zusammengebastelt hat. Ich glaube, das wäre nicht so mein Ding. Also zumindest nicht bei einem fiktiven Roman. Bei meiner Autobiografie habe ich das tatsächlich auch gemacht, aber da waren die Texte ja auch nicht voneinander immer abhängig. Also wenn ich zum Beispiel über das Thema Selbstliebe gesprochen habe, dann ging das ja auch unabhängig davon, dass ich halt ein paar Seiten vorher über irgendwelche Erfahrungen gesprochen habe. Dann kam auch noch eine Frage und das ist auch die letzte, die ich jetzt erstmal beantworte. Tatsächlich sind davon viele auch schon beantwortet worden. Ihr könnt gerne mal auf Instagram in meinem Highlight schauen. Ich habe auch ein Highlight zum Thema Schreiben, wo ich einige beantwortet habe. Schreibst du mehrere Bücher gleichzeitig? Nein, das mache ich nicht. Also ich konzentriere mich eigentlich immer auf eine Sache. Früher habe ich das anders gemacht. Also früher habe ich immer viele Geschichten geschrieben. Aber mittlerweile hilft es mir wirklich an einer Sache dran zu bleiben. So, und jetzt kommen wir zu meiner kleinen Ankündigung. Und zwar haben es schon einige richtig vermutet und ich freue mich die ganze Zeit schon riesig darauf, euch das zu sagen. Wie viel wiegt mein Leben wird es als Hörbuch geben und zwar exklusiv bei BookBeat zu hören. Ich habe ja mit BookBeat auch schon häufiger zusammengearbeitet und euch die App vorgestellt. BookBeat ist eine Hörbuch-App, auf der ihr unbegrenzt Hörbücher hören könnt. Man zahlt monatlich für ein Abo und ist dann wirklich komplett flexibel, was man gerne hören möchte. Und es gibt eine riesengroße Auswahl aus verschiedenen Bereichen, also Bücher wirklich aus dem Sachbuch, Liebesroman, Thriller, Kinderbuch, Jugendbuch, Fantasy. Ihr könnt es wirklich einfach mal durchklicken und ihr werdet begeistert sein, wenn ihr Hörbuchfans seid. Einfach, weil man so unheimlich spontan sein kann und immer mal wieder in ein Hörbuch reinhört und sich für nichts entscheiden muss. Und man kann es auch wirklich von Monat zu Monat kündigen. Mit meinem Code TonyPure könnt ihr BookBeat auch einen Monat lang gratis testen. Das heißt, wenn ihr es testet, könnt ihr dann auch mein Buch dort hören und ich kann das einfach immer noch gar nicht richtig glauben, weil es ein unfassbares Gefühl ist, wenn die eigene Geschichte von einem professionellen Sprecher, beziehungsweise bei mir von einer Sprecherin, vorgelesen wird. Die Hörbuchsprecherin, die jetzt mein Buch liest, ist auch schon sehr erfahren. Sie hat einige Bücher gelesen und ich bin mir sicher, dass es manche von euch gibt, die ihre Stimme schon kennen. Und jetzt kommt das besonders Coole und zwar durfte ich das Vorwort selbst lesen. Ich weiß, dass es sich auch viele gewünscht hatten, dass ich das ganze Buch selbst lese. Allerdings bin ich ja keine professionelle Sprecherin und wir wollten halt auch, dass das Ergebnis bestmöglich wird, also dass man sich das auch wirklich gut anhören kann. Und ich bin ja schon auch ein sehr schneller Sprecher. Und achte darauf, dass du nicht noch schneller wirst. Ja, da muss ich immer aufpassen, ich rede so schnell. Und ich weiß nicht, ob das Ergebnis dann so zufriedenstellend geworden wäre, wie es einfach jetzt ist. Und der Kompromiss ist, dass ich halt wirklich das Vorwort lese. Als mein letzter Fantasy-Roman erschien,
fragte mich meine Mutter, ob ich mir vorstellen könne, jemals über die Magersucht zu schreiben. Nein, sagte ich sofort. Die Krankheit hat mir so viel genommen, mein Schreiben bekommt sie nicht. Meine Einstellung zu diesem Thema hat sich ebenso sehr verändert wie ich mich selbst. In diesem Buch stecken viele Kapitel Leidensweg, aber auch viele Kapitel Hoffnung und Kampf. Ein Kampf, den ich letztendlich gewann. Mit diesen Seiten hat die Magersucht mir deshalb nicht auch noch das Schreiben genommen. Sie hat mir mit diesen Texten wiedergegeben, was ich auf meinem Weg fast verloren hätte. Deshalb widme ich dieses Buch der Liebe meines Lebens, dem geschriebenen Wort selbst. Und dadurch so eine persönliche Note in das Hörbuch einfließt, dass ich mich kurz einmal vorstelle, erzähle, warum ich das Buch geschrieben habe und der Hörer, die Hörerin mich auch kennenlernt. Und ich habe es tatsächlich noch nicht komplett gehört, also ich habe halt schon eine Probe gehört, aber ich bin so aufgeregt, wenn ich das ganze Hörbuch hören darf. Und ihr könnt mir super gerne euer Feedback schreiben, entweder hier unter das Video oder auch auf Instagram, wenn ihr mal reingehört habt. Das wird bestimmt mega cool. Und vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, allgemein in der Winterzeit, sind Hörbücher einfach so gemütlich. Und vielleicht gibt es ja auch Leute unter euch, die Hörbücher auch lieber mögen als lesen und deshalb jetzt mein Buch kennenlernen können. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also wie gesagt, der Code zu den 4 Wochen gratis BookBeat ist in der Infobox verlinkt. Der ist Toni Pure. Könnt ihr auch einfach eingeben. Ja, ich freue mich drauf und bin gespannt, was ihr sagt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass das Video euch auch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder. Tschüss!